Ja, hier ist es, das zweite Lego Batman Heft. Und als Minifigur gibt es diesmal Joker. Joker ist in diesem Blister drin, der ist ein bisschen schwer zu öffnen und hat einen lilanen Frack an, seine normalen grünen Haare. Es gibt zwei Gesichter, also der Kopf ist auf beiden Seiten bedruckt und er hat zwei Dynamitstangen. Und mit diesen Dynamitstangen wird er wahrscheinlich einigen Schabernack treiben. Im Heft sind, anders als zum Beispiel in dem City-Heft, zwei Comic-Geschichten und nicht eine durchgehende. Die erste ist ein bisschen länger und man sieht Batman hier in so ziemlich jeder Verkleidung, die man im Film in seinem Kleiderschrank gesehen hat, als Robin sich ein Outfit raussucht. Zwischendrin gibt es ganz normal die Rätsel, die es auch in den anderen Heften gibt. Es gibt Werbung auf die gerade gestartete Lego Live App von Batman präsentiert und hier in der Mitte gibt es die beiden Poster. Es ist wieder ein Wendeposter, das heißt, man muss sich aussuchen, welches man nehmen will. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten gibt es hier einen Vergleich zwischen Batmans und Robins und dem Auto von Joker und das ist eigentlich ganz spannend gemacht. Dann sieht man mal, welche Features die Lego Modelle eigentlich haben im Vergleich zu den beiden verwendeten Filmautos. Am Ende gibt es nochmal ein kleines Rätsel, welcher Mensch eigentlich hinter den Bösewichten steckt. Das ist gar nicht so einfach, wie ich zu Anfang noch gedacht habe. Alles in allem, aber ein sehr gelungenes Heft.